Hallo und herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch, Teil 2. Ja, hier seht ihr gerade ein brennendes Dorf. Da fand eine fette Grillparty statt. Und wir wollen mal, ja, oh, ich bin im falschen Bildschirm drinne. Das ist geil. Das ist der richtige Bildschirm. Ich muss mich noch dran gewöhnen, mit dem OBS zu arbeiten. So, ich hoffe, gut, das kann ich so machen. Tut mir leid. So, jetzt kann ich aber spielen. Da wollte ich über ein OBS mitten, also über OBS, Baphomets Fluch spielen. Auch geil. In diesem Fass ist Ich muss ein bisschen die nichts. Lautstärke runterstellen. So, jetzt aber. Die Schale hilft mir nichts, da ist ein So, Loch wollen wir drin. mal mit Titi Poco mal sprechen. So, was hast du für Probleme? Das ist George Sonnenbrille, richtig? War er hier? Shorts! Wo ist er jetzt? Was ist denn das? Das sieht ja aus wie der Stein, den wir aus Paris mitgebracht haben. Aber etwas ist anders. Genau, da ist ein Adler eingraviert. So muss es sein. George muss diesen Stein in der Karibik gefunden haben und konnte ihn verstecken, als Karsaks Männer das Dorf angriffen. Ich hoffe nur, George, ist nichts passiert. Was da wohl geschehen ist, mal schauen. Wo ist George? George war hier, stimmt's? Er zeigt auf die qualmenden Überreste einer Hütte. Merkwürdig, merkwürdig. So. Ja, meine Stimme ist ein bisschen lädiert. Ich hatte diese Woche echt, das war echt eine Horrorwoche. Deswegen erstmal ein dickes, dickes Sorry für Assassin's Creed. Ich habe richtig verpeilt, dass ich das noch hochladen musste, aber es war so viel, was ich in dieser Woche noch erledigen musste. Ja, da brauchst du erstmal Aktimel oder Spinat. Ja, Das Spinat. Fass ist zu Naja, auf schwer. jeden Fall kam als erstes die Erkältung dazu, Husten, Schnupfen, dann musste ich noch, ja. Da kam noch ein Angebot, was ich in der Kita machen musste, wo meine Lehrerin noch da war. Da musste ich mich erstmal fit machen. Bis dahin, das war am Donnerstag. Da hatte ich ja zum Glück so viele Tage Zeit. Hätte ich am Montag das machen müssen. Ich glaube, das wäre schlecht. Ich brauche keine Lampe, denn es ist heller Tag. Okay. Außerdem ist sie doch Auf sowieso jeden Fall kaputt. wäre meine Stimme ziemlich lidiert gewesen und das wäre zu schlimm geworden. Er ist zu heiß zum Anfassen. Hast du dich irgendwas Schönes hier drin? Dann stecke ihn in die Tasche. Ja, weiß nicht. Können wir hier nicht weitergehen? Anscheinend nicht. Naja, auf jeden Fall nehme ich jetzt an einem Samstag auf, weil Freitag meine Stimme, die war nicht mehr vorhanden. Und so richtig vorhanden, wie ihr hört, ist sie nun auch nicht. Deswegen werde ich heute auch maximal Baphomets Fluch und GTA aufnehmen und Assassin's Creed dann nochmal morgen Abend in aller Ruhe. Denn ich brauche ja meine Stimme schon wieder am, ja, Montag. Ja? Warum liegt da eigentlich eine Unterhose? Vielleicht kann George damit was anfangen. Hey, jetzt aber. George hat die weibliche Unterhose sozusagen gehabt und wir haben jetzt eine männliche Unterhose. Aber diese männliche
Unterhose können wir jetzt dazu benutzen, um den Maya-Stein aufzuheben. Hey, Kate, sei, das ist alles so, weil es so kalt da draußen ist und weil Schnee jetzt liegt. Das Wetter hat einen ziemlich mitgenommen. Nicht nur uns. Die Unterwäsche Dein ist nicht dick Ernst? genug, um mich vor der Hitze Der zu Stein schützen. kann doch nicht so heiß sein. Erstens, das Feuer ist schon alles längst abgebrannt. Der Stein ist zwar noch warm, aber. Erstmal Luft holen. Du kannst ihn mit einer Unterhose anfassen. Dann nimm Titi Poco als Handschuh. Nee, warte mal, das hört sich falsch an. Mit der Tasse könnte, haben wir hier irgendwo Wasser? Können wir Wasser holen? Weil eigentlich, das wäre doch, das, können wir das Dorf überhaupt verlassen? Ich glaube nicht, ne? Ansonsten würde ich mir die Tasse schnappen, zum Fluss gehen, weil wir wissen ja, wo hier einer ist. Anscheinend nicht, schade. Warum macht sie das denn nicht? Schnell eine Tasse Wasser holen, über den Stein kippen, fertig ist. Aber nein, man muss ja irgendwelche Rätsel jetzt hier doch machen daraus. Dein Freund ist in Gefahr, Mensch. Und ich würde am liebsten das noch epischer aussprechen, aber ich kann nicht, weil ich sonst am Ende des Parts mit nur, ja, einer lädierten Stimme sprechen muss, und dann muss ich sehr tief sprechen. Was können wir überhaupt mit der Z Ja, Ich brauche keine La was ist das? Gewichtige Karte. Wie doof. Ja. in meiner Schokolade. Hand. Wollen wir uns heiße Schokolade machen? Entschuldigung. Aber hier können wir doch das Fass. Können wir das hier damit aufmachen? Warte mal, da ist doch ein Fass. Habe ich das Fass schon genommen? In diesem Fass ist nichts. Fragen wir mal Titi Poco weiter. Vielleicht kann er ja uns helfen. Wir haben ja jetzt schon alles angeklickt und. Ich will ihn nichts fragen. Okay. Jetzt ist die Frage, was müssen wir hier tun? Wir haben viele kombinierbare Gegenstände hier. Und ich glaube, alles ist oder ruht auf dem Maya-Stein, dass das dann der Endschlüssel für dieses Rätsel ist. Oh, no. No. Ja, wir brauchen doch ein Stoffteil oder keine Ahnung was. Ist hier doch irgendwie was? Nein. Ich fordere mal kurz einen Tipp ein. Ich habe das Fass schon angeklickt. Dann habe ich ja, das habt ihr gesehen, dann habe ich, wollte ich mit Titi Poco reden und der möchte nicht reden. Ich will ihn nichts fragen. Muss ich das etwa doch mal so machen? Das wäre ja doof. Ich habe nicht genug Kraft, um dieses Fass umzuwerfen.
Ey, wie doof ist denn das? Warum hat man dann das nicht dann gleich dahinter gemacht? Also das finde ich schon ein bisschen kritisch, wenn man einen Gegenstand bereits angeklickt hat und die eine Person zwar doch nicht mit den davor gesehenen Dialogen schon angesprochen hat und dass man doch mal dieses Fass anklicken muss, damit diese Situation da aufploppt. Ich bin irgendwie heute sprachlich nicht. Hey, Kurzer, mach dich mal Okay, die ist nützlich und hilf mir mit sprachlich dem auf der Fass. Höhe. Vielleicht Nico, komm. Übernimm du mal das Let's Play. Was zum Teufel? So einfach. Danke. Ich habe ein bisschen zu kompliziert gedacht, kann das sein? Sag mir nicht, der ist jetzt. Oder warte mal, das. Den kenne ich. Das ist der Kojotenstein. Ich habe den Kojoten und den Jaguarstein. Tetipoko hat den Adler. Nach dem, was der Schamane gesagt hat, ist das alles, was wir brauchen, um mit Tezcatlipoca fertig zu werden. Zu schade, dass er nicht auch einen Rat hatte, wie wir mit Karsak fertig Und werden. jetzt rufen wir Shenlong. Nee, warte, falscher Film. Was ist? Auf die Worauf Asche, zählst das du? ist George. Asche. Der Gedanke, dass es sich um die Überreste von Menschen handeln könnte, jagt mir Schauer über den So, was Rücken. möchtest du? Ich will ihn nichts fragen. Ich brauche keine Lampe. Ich brauche keine Lampe, denn es ist heller Tag. Außerdem ist sie doch sowieso kaputt. Ja, was möchte er denn jetzt? Können wir jetzt die Tasse vielleicht benutzen? Weil wir haben eine Tasse und weil wir die Asche nehmen müssen. Die Schale hilft mir nichts, Wo da ist ist denn ein da eine Loch drin. Schale? Das ist Die eine Schale hilft Tasse. mir nichts, da Da ist ein steht Loch Tasse. drin. Warum redest du von einer... Egal. Ja, dann wickel doch die Hose drum. Ja. Kann man das vielleicht damit? Nö. Ja, sprich doch mal mit Titipoko. Mensch. Ja, warum Ich will denn ihn nichts nicht? Das fragen. können wir dann doch mit dem Fass machen. Ich kann nichts mit dem Fass anfangen. Vielleicht können wir die Schale mit Schokolade zukleben. Ja, dann Die nimm Schale doch die hilft mir. Schokolade und kleb das zu. Ah. Nö. Möchtest du dich? Vielleicht damit? Vielleicht auch mit der Sonnenbrille? Irgendwie ist diese Mission irgendwie, keine Ahnung. Wir haben hier Asche, wir haben hier eine zerbrochene Laterne, die wir bestimmt hundertprozentig zusammenfügen müssen noch. Wir haben Titipoko, Ta diese Tasse und, oder Schale und das Fass. Fassbänder. Ich stehe hier auf. Soll ich jetzt etwa die Kojotensteine zusammentun oder was? Was mache ich denn die ganze Zeit? Soll ich da etwa die Steine draufnehmen und draufziehen oder was? Kann man das nicht wie ein Dialogsfenster machen? Alter. Interagiere mit Titipoko. Ich interagiere gleich auch. Das will er doch bestimmt nicht. Was Ich ist will los ihn mit nichts dir, Game? fragen. Ja, will Das was will er doch anderes. bestimmt nicht. Wenn du so fragst, hier, eine Frauenhandtasche, das möchte er. Das will er doch Das will er bestimmt doch nicht. bestimmt nicht.
Das will er doch bestimmt nicht. Ja. Das will er doch und bestimmt wie Nico nicht. Das auch ausspricht, so voll. Ja, pass auf. Gib Titipoko den antiken Dolch, damit er dich erstechen kann. Schade. Das will er doch bestimmt nicht. Naja, dich erstechen vielleicht. Hä, was soll ich denn? Mit Schokolade will er Schokolade? Bestimmt, der hat Hunger. Das will er Guck doch mal, bestimmt wie er aussieht. Nicht. Voll abgemagert. Der Junge braucht was zu essen. Ja, was möchte er dann? Eine das Haarspange? Will er doch bestimmt nicht. Interagiere das mit will Titi er doch Poco. Bestimmt wie nicht. Blöd ist dieser Hinweis? Mit was denn soll ich denn interagieren? Ich kann ja nichts draufziehen von den umliegenden Sachen hier. Der Boden Asche. Ist Asche. Asche. So, du Scheiß-Tipp. Jetzt gib mir den Rest-Tipp. Jetzt reicht das hier. Ach, jetzt ist da plötzlich ein Ausgang, natürlich. Entschuldigung, das ist irgendwie... Dieser Bildschirm ist irgendwie blöd gelöst. Nach einem mehrstündigen Marsch auf den Dschungelpfad